Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, und damit willkommen auf Map Nummer 3 auf Dirp Mirage. Dirp Mirage ist eine ganz neue Map, ist die neue Version davon, aber vor allen Dingen einer der wichtigsten Aspekte, die wir jetzt hier hervorheben müssen. Mirage jetzt mit der Bank in der Mitte, ne? Genau, die ist jetzt mit drin, also da kann man jetzt selber ins Window springen, braucht also keinen Mate mehr, der ihn da reinboostet. Ja, öffnet so ein bisschen eine neue Möglichkeit natürlich, aber man hört den Jump halt auch. Ja, das ist der Punkt, aber trotzdem in solchen Klatschsituationen 1 gegen X kannst du damit natürlich unglaublich viel herausholen, weil du letztendlich auch manchmal gar nicht so leise sein musst, um etwas natürlich erfolgreich zu machen. So, jetzt erstmal den Spot erschlossen. Navi steht mit den CTs natürlich erstmal extern. Das macht man mal ganz oft, dass Boom mit den Frag bekommt. Das war schon mal der erste maßgebliche Unterschied. Und jetzt sitzen erstmal die nächsten Klicks. Ja, schön, dass die 2 direkt den Bomb-Spot einnehmen konnte und da auch den Bomb-Plant nicht verhindern konnte bei Navi. Man musste sich zurückziehen. Simple und Flamey, du darfst die Runde jetzt nicht verlieren bei G2. Um Himmels Willen, was ist denn los mit G2 Esports? Sie können nicht mithalten mit der Firepower. Das ist die Runde 1:0 für Navi. Und sie werden schon wieder in der Überzahl einfach abgefrühstückt. Ist das unglücklich? G2 Esports, 3 Maps, 3-mal einen schlechten Start. Schade. So. Ja, also 1:0 für die Navis. Um sie einfach mal so zu bezeichnen. Navi ja übrigens auch der Name von der Fee bei Zelda, um das einfach mal so als kleinen Beisatz zu sagen. So, aber wirklich wieder schön, schön. Und Mirage, muss man sagen, wenn man statistisch einfach mal auf die beiden Teams achtet, 83% Winrate für G2 und bei Navi gerade einmal 57%. G2 6 Maps gespielt, Navi 7. Und das bedeutet auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Leistung. Und G2 hat geschlagen. One on the Thieves, Argo, Spirit, Ents, Hard Legion und Mouseboards. Also es sind nicht die ganz, ganz großen Namen dazwischen. Also schon, ne, ein paar ziemliche Hochkaräter. Aber am Ende trotzdem eine saubere und solide Leistung. Und vor allem jetzt hier bei der IAM Katowice hat man gegen die 100 Thieves sogar 16:3 gewonnen. Und das ist schon mal eine krasse Hausnummer, gegen 100 Thieves so eine Statistik hinzulegen. Auf der anderen Seite sehen wir Navi. Die haben besiegt Liquid, Nip, Complexity, OG und haben sich gegen Fnatic geschlagen geben müssen. 3-mal übrigens hier in diesem Turnier auf Mirage gewesen und hat Liquid 16:3, Nip 16:13 Liquid, Entschuldigung, Nip 16:3 und haben insgesamt auch 70% fast auf der City-Seite erhalten und schon wieder Flamey mit dem zweiten Ace. Das gibt's doch gar nicht! Ok, AE! Und dann den Rest nochmal abgeräumt. Also der will heute auf jeden Fall auch wieder in die Geschichtsbücher einsteigen. Und vielen, vielen Dank immer noch an fast 5000 Zuschauer, die hier am Start sind und sich dieses Spektakel vom Herzen, ja, wirklich hier am Start bringen. Unglaublich krasse Leistung. Und gerade diese 3-Mann-Orca-E, die haben wir jetzt mittlerweile auf Inferno einmal gesehen. Und ein Ace, ja, gibt es bei Flamey auch mittlerweile schon. Einfach zum Bonus dazu. Simple freut sich einfach für das Ace von Flamey mindestens genauso sehr wie er sich selbst. Boah, schönes Movement wieder. Ja. So stark. Instant aus Jungle ins Window und von Window off schaut. Der Jump ist, echt schwer. Für die Pros natürlich nicht. Die trainieren das oft und machen das oft. Aber so als Casual-Spieler den Jump wirklich, ich sag mal, 8 von 10 Mal hinzukriegen in Folge ist schon eine Herausforderung. Oh, das ist auf jeden Fall herausfordernd. Also ich würde jetzt sagen, aus dem Stehgreif würde ich ihn wahrscheinlich, wenn ich mir Zeit lassen darf, würde ich ihn wahrscheinlich 6-7 Mal locker hinkriegen. Aber im Spiel ist es nochmal eine ganz andere Kiste. Ja. Also, aber die haben natürlich auch, denke ich mal, einige Trainingstage eingelegt, um einfach das wirklich durchgehend nur zu trainieren. Ich kann den Sprung auch, aber eher so 50-50. Also wenn du dir Zeit lassen kannst, weißt du, wann du springen musst, ja. Aber halt in-game ist das. Wenn du dir Zeit lassen kannst, ist das wirklich easy eigentlich. Genau. In-game ist es immer wieder eine andere Kiste. Vor allen Dingen, weil man ja halt auch im deutschen Matchmaking sehr viel die Mitte extrem schnell anspielt. Und da ist ja auch gar nicht so effektiv, wenn du nicht noch einen zweiten Mate ins Window mit reinnimmst. Mhm. Wow. Leben am Limit. Flamey ist hier wirklich heiß unterwegs. Und jetzt, boah, es ist schon wieder eine richtig kranke Sache. Und nein, Kenny, es verschießt. Und jetzt weiß natürlich... Ach Gott, das ist schon wieder. Nee. Das ist schon wieder eine Fullball-Runde. Fullball-Runde für G2 Esports, die hier auseinandergepflückt wird. Und Navi hat wieder die 5 gegen 2. Jetzt kommt Mitte oben noch Boomage. Gutes Timing. Jawohl. Bombe weg, Nexa weg und Amanek im 1-on-4. Bombe weg, Nexa weg. Amanek. Amanek. Amanek! Oh, schön. Ich rasiere dich, Amanek. Ich fotografiere dich, Amanek.
Darf man das schon sagen? Was heißt das eigentlich übersetzt? Nee, bitte nicht die Übersetzung in den Chat schreiben. Nicht die Übersetzung. Ich glaube, es ist eine Beleidigung. Ja, ich glaube auch. Das glaube ich, bezeichnet den Berufszweig eines Familienmitgliedes, ne? Eines weiblichen, glaube ich, oder? Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das ist, ja. Okay. Ah nee, das ist, glaube ich, was anderes. Das ist dieses, Amanakum? Ja, ich darf es nicht nennen, Orus da hier, ne? Dieses, so, ach, ausdrücken. Okay, ja. Naja, ganz dünnes Eis, Freunde. Nein, ganz dünnes Eis. Es redet einfach jetzt nicht weiter. Wir schweigen und verstecken uns hinterm Gebüsch. Aber ja. Gillette Abdi ist da. Zumindest so, wie hier gerade gegen den Stich rasiert wird. Der Akt der Liebe heißt es schon. Der Akt der Liebe. Ah, danke. Ja, okay. Jetzt weiß es wieder. Sehr schön beschrieben von Enk. Vielen Dank. Ich fortpflanze dich. Das finde ich auch sehr schön. Ja, und Winnie Pooh, der hat es gesagt, was nämlich die andere, den Berufszweig der weiblichen Familienmitglieder bezeichnet. Aber ja, so. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt, liebe Damen und Herren. Manchmal kann man auch Dinge sehr, sehr witzig umschreiben. Und ja, in diesem Augenblick jetzt erstmal aufgesplittet zwischen den Spielern der B und der A-Sport, beide angespielt von G2. Nach vorne in die Smoke. Schöner Spray versucht, da kommt der Nate. Ja, das hat er ein bisschen mit Schaden bezahlt, diesen Spray. So, und Perfekto hat laut Chat wohl 0-0-0 Stats. Der chillt sein Leben, wie es ausgedrückt wird. Und ja, das ist auch selten, ne? Nach 4 Runden einfach mal 0-0-0 Stats zu haben. Das sind die besten Spiele, du musst nichts machen und gewinnst trotzdem Titel und Geld. was will man mehr, oder? Super! Kann ich auch mitspielen dann. 0-0-0 schaffe ich. Das traue ich mir zu. Einfach weglaufen. Einfach immer weglaufen, vor allem. Und dann läuft das. Ich glaube mal, Simple findet dich oder Pasha. I will find you. So, jetzt geht's Richtung A. Man hat keine Waffen. Man hat eine SG bei Amanek und keine Smokes. Also der Zugriff wird sehr, sehr unbeholfen über Rampe gespielt wahrscheinlich. Simple, wenn er den Fokus hat, müsste er mindestens zwei nehmen. Schöner Molotov, nochmal schöne Granate. Und Bumic. Eins Bumic, zwei Bumic. Ja, da muss dann irgendwann mal der Zugriff kommen. Bumic 3, er kriegt da kompletten Freilauf. Eieiei, 5-0 Navi. Ja. René. Wie ist das so? Ich hab echt Angst. Wie ist das so, ein Best of 5 in 2,5 Stunden wegzucasten? Ich hab wirklich Angst. Ey, ist das heftig. Also wirklich, man muss ganz klar sagen, G2. Also nein, Navi ist einfach seit gestern wie ausgewechselt. Die sind nicht wiederzuerkennen. Das 2 war jetzt wirklich eine richtig spannende Kiste. Das war ein richtig geiles Match. Wirklich von vorne bis hinten super. Am Ende wirklich diese letzte Runde dann nochmal abzugeben, das hätte dann nochmal den kompletten Verlauf verändert. Aber so nicht. Und Perfekto mit 0-0-0. Flamey mit 12-0-0. Und insgesamt ist hier wirklich gerade schon wieder feinste Counter-Strike-Action am Start. Zumindest mal ein Ausgleichsfrag. Jax findet das Ding Richtung A. Man kann planten, man kann nicht planten. Flamey einfach von Short durch Connector durch die Smoke auf den Bombplanter. Das schon... Oh Gott, hätte da jetzt gedrückt. Das wäre so vorbei gewesen, die Runde. Jetzt liegt die Bombe und jetzt wird es ein Retake. Aber man hat viel Zeit gehabt. Navi ist jetzt schon bereit, um den Retake zu starten. Und wie der gestartet wird, man wartet natürlich erstmal die Smokes ab. Vor allen Dingen sieht man ja auch jetzt nur noch zwei Flashes bei G2. Das heißt, sie müssen eigentlich auf Frag gehen, aber Electronic, Alter, der pulverisiert hier das Hören weg. Flamey endlich mal gestoppt worden. Electronic auch wieder mit dem Bizeps, Junge. Was ist das für ein Navi? Was sehen wir hier gerade für eine Show, Alter? Ah, der Fuse geht an, der Fuse wird versucht abzubrechen. Keine Chance. 6-0 Navi. Und es ist beeindruckend, dass Navi immer auf den Map-Picks von G2 einfach krass spielt. Ja. Also wirklich, G2 pickt Nuke und Mirage und bekommt auf beiden bisher richtig böse Konter. Und auf das 2, was Navi gepickt hat, da holt sich G2 immer in 13 Runden. Verkehrte Welt, verkehrtes, großes Finale. War ein schönes Match wieder. Also warum sehen wir so oft Warm-Ups von Navi? Wir wollen das Finale, dass es losgeht, schreibt Snickers Gamer. Ist aber wirklich krass. Ja, true story, ey. Du hast ein vernünftiges Match jetzt gesehen, der Rest war Warm-Up erstmal. Und jetzt aber trotzdem, wir lassen die Kirche im Dorf. Hier 6-0 steht es. Daraus kann ganz schnell ein 9-6 entstehen oder ein 16-6. Also Counter-Strike, aber man muss einfach sagen, die Tendenz spricht ganz klar für Navi und spricht auch dafür, dass man hier wieder wenig Chance hat. Aber Hunter, Junge, was hat der für ein Timing? Damit kann er die Runde komplett alleine gewinnen. Einen muss er mindestens dadurch machen, kostenfrei. Und den bekommt er auch. Das ist Electronic, der hat null damit gerechnet. Zweiten hat er ein bisschen den Fokus verloren. Flamey macht direkt die Antwort. Frag die Refrag-Situation für Flamey. Jetzt zum Multifrag-Potenzial, aber Kenny S. hat Jungle im Glück und holt sich die Überzahl für G2 Esports. Ja, Perfekto auch endlich mal auf dem Scoreboard angekommen.
Der hat heute insgesamt nicht viel gemacht. Ne? Auch auf Nuke war das ja schon so. Da stand es 15-1, da war er irgendwie mit 20 ADR noch am Start. Mit 4-2-6 Deads oder so. Und jetzt hat man hier wirklich mal das Potenzial, Navi einen kleinen Streich zu spielen. Und ja, Electronic, $12.900, ne? Das ist halt auch schon wieder so eine Hausnummer. Nach 7 Runden, also wirklich kaum gestorben, da 2 Tode, aber so fast wie hier von Navi. Jetzt Perfecto, vielleicht mit dem Jump ins Window, um da zurückzukommen. Wieder ist es der A-Spot und dieses Mal sieht es so aus, als ob man saved. Ich würde es auch safen. Also dafür stehen sie zu gut, dafür haben sie noch ihre Granaten zu gut eingesetzt. Klar, in der Nähe bleiben, vielleicht wird man nochmal eingeladen, vielleicht machen sie nochmal Fehler, genau wie sowas. Und vor allen Dingen kannst du natürlich auch das Geld so ein bisschen ausmerzen, sie so ein bisschen verhungern lassen auf dem Spot. Vielleicht gehen sie sogar noch mit der Bombe hoch. Also da gibt es nochmal ein bisschen Potenzial, den Jungs von G2 einen Streich zu spielen. Aber das ist die erste Runde. Glückwunsch! Nice. Ein trockenes Nice im Hintergrund. Vom Drei. So, und weißt du, was mir so wehtut daran, dass wirklich die Halle leer ist, ne? Also was wäre wohl mit dem Publikum los gewesen, wenn Navi hier die Crowd hinter sich gehabt hätte? Gestern 16-5, 16-5 gegen Astralis, heute dieser Start auf Nuke, dann jetzt das 2-Match, hier jetzt auch wieder eine grandiose Statistik. Also ich glaube, die hätten wirklich die Stühle demontiert und auf die Bühne geschmissen vor Freude. Und für alle, die es nicht wissen, ja, es liegt wirklich am Coronavirus, warum diese Veranstaltung abgesagt worden ist. Es ist ein Indoor-Event, vor allen Dingen ein internationales. Aus der ganzen Welt wären Leute angereist und deswegen wurde es vom Land gecancelt. Hunter in der Smoke wartet auf den Push in die Mitte. Schön genauso. Aber dann halt die Granate in der Hand. Simpel macht den Refract. Womit muss ich selber löschen? Schafft es mit dem Molo irgendwie rauszukommen und er überlebt sogar. Wow. Boah, Survival-König, ey. Simpel für die Mitte. Ja, zieht sich nochmal zurück. Man muss die Position halt weiter aufreißen. Also nochmal eine Flash drüber. Nochmal der A-Spot. Also G2 Esports wieder. Die kennen die B-Spots nicht so. Die haben da nicht so Lust drauf. B ist ihnen einfach unsympathisch. Und deswegen wird es wieder und wieder und wieder der A-Spot. Man hat eine Smoke noch bei G2. Das reicht nicht wirklich. Nicht, ja. Kannst du nur Jungle halt absmoken, um dann den Bereich da dicht zu machen oder und dann CT irgendwie auf Frag zu gehen. Also sie machen es gut. Ne? Sie nehmen so viel Zeit jetzt in die Hand, dass halt die Rotation von Navi erzwungen wird. Und deswegen stehen sie auch mit 2 Mann Richtung B. Jetzt kommt erst die Granate und das heißt Affect wirklich teilhaben kann. Nur Simple gerade. Und was heißt nur? Das reicht natürlich manchmal aus. Aber im Grunde von G2 sehr, sehr schön verzögert und jetzt initiiert man selber Smokes, um sich einen besseren Standing für den Spot zu geben. Ah, Perfecto da in der Smoke, wartet noch genau das Timing ab, so schön gespielt von Perfecto. Jetzt kommt der Plant, aber da ist er schon raus und dann war es das sowieso schon. Da kann Perfecto machen, was er will, das braucht er nicht mehr retten und Nexa holt auch nicht diesen Klatsch. 1-7. Freunde, bitte alle mal Kappa Clap in den Chat, also das ist wirklich, da muss man mal applaudieren, da reicht eine Ratsche nicht aus, das ist für mich wirklich immer so eine ganz klare Kiste, also was hier auch wirklich Electronic wieder spielt, einer der Spieler, der sich immer zurückstellt, der auch bei Interviews nicht oft am Start ist, der wirklich einfach sein Spiel jedes und jedes Mal wieder macht und einen unfassbaren Impact mit sich bringt. Ja, wurde gestunt, genau. Und damit hat natürlich auch die Smoke ein bisschen was gehabt. So, Kappa Clap, für alle, die es nicht wissen, Kappa schreiben, Leerzeichen und dann 2 Backslashes, nee, 2 Slashes. Dann sieht das so aus, als würde der Kappa applaudieren. Also ist er gerade in der Luft stecken geblieben, weil die Granate ihn getroffen hat. Yes, das ist deswegen, ja cool. Ja, ja. Das ist nicht so cool. Also manchmal nicht. 7-1 Brasil, never forget. So, jetzt haben sie es geschafft. Jawoll, Freunde, da haben wir es. Jetzt haben wir Applaus. Physikalisch auch absolut korrekt. So ein 80 Kilo Mann und so eine 400 Gramm Granate. Batsch! Und er bleibt einfach stehen. In der Luft. Na gut, eine Diegel wiegt 12 Kilo. Ja, eben, da ist dann auch wieder. Oh, schön. Hey, der Chat heute ist aber auch echt grandios. Ja. 5400 Zuschauer. Vielen, vielen Dank, Ladies and Gentlemen. Jetzt geht's aber erstmal in die nächste Runde. Und mittlerweile bei G2 schon fast der Tilt bei. Na gut, Hunter durfte sich ein bisschen was erlauben. Und das ist jetzt sehr schnell reagiert. Das macht mindestens einen Grad-Track. Jo. Dankeschön. Einmal mitgenommen, dann extra schöner Headshot nochmal mit der Deagle. Ist man jetzt mal da, macht man die zweite Runde aus einer Eagle, aus einer Economy raus. Aus einer Eagle. Aus einer Eagle. Das ist die Deagle Economy, ist die Eagle. Und damit, ja, Simple war ja alleine als A-Spot-Akteur. So, dann Simple, zack. Ah! Nein, was? Den veraimt er. Zack, veraimt er. Und das ist die Runde. Also wenn Simple jetzt hier nicht... Ach komm, Simple, ist jetzt gut. Es reicht, es reicht. Perfekto, perfekto. Alter, wie... Ey, wie machen die das denn, ey? Das gibt's nicht.
Alter, ungelogen, da wäre das Meme gewesen, Pause drücken. That was the moment you knew you were fucked up. Ja. Und dann einfach to be continued. Und was ist, er überlebt das. Er überlebt diese Runde dann eiskalt. Wie so, nein, am Ende ist er sogar, glaube ich, gefallen. Nee, ich weiß es gar nicht jetzt gerade. Bin mir gar nicht sicher. Auch nicht. Aber guck mal, schon wieder fünfstellige Beträge. Ey, das ist gerade, das ist die absolute Navi-Show. Und perfekto, das war auch super von ihm, da den Fokus zu haben. Es kann echt nicht angehen, Freunde. Also es danke euch, dass ihr mit uns dieses wirklich historische Counter-Strike verfolgt. Das ist ein... Und guck mal, Malek, ne? Der sagt, komm, ruhig, beruhig dich. Direkt eine Faust angeboten, ey. Kenny, hallo! Ach, das ist kein Replay. Nee, er sieht ihn nicht. Oder was, warum auch immer, er hat nicht gerafft. Je näher du an der Molotow dran stehst, desto besser siehst du durch. Krass. Ist kein Spaß. Und je weiter du weg bist, desto weniger Sicht hast du. Und deswegen natürlich da... Sieht manchmal scheiße aus. Sieht bei uns auch anders aus für die Zuschauer jetzt. Sieht bei uns manchmal anders aus. Also auf jeden Fall. Der GoTV ist eine kleine störrige Zicke. Ich habe auch gedacht, den sieht er dreimal, aber er hat halt... Er wird geschossen haben, wenn er ihn gesehen hätte. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Da war er nämlich komplett drauf. Und Electronic. Dann am Connector-Rand. Jetzt muss er halt für... Das ist halt schwierig. Durch die neue Leiter oder auch durch die Boost-Mechanismen. Er muss halt immer für zwei Spots da irgendwie decken. Entscheidet sich für den falschen. Das heißt, man kommt timingtechnisch auf den Spot. Boomage mit dem ersten, mit dem nicht zweiten. Da ist er. Man ist mittlerweile schon gewöhnt, dass er den zweiten macht. Unglaubliches Spray-Control von Electronic auf diese krasse Distanz. Hat dann nur diesen kleinen Pixel, sage ich mal, den er abämpft. Jetzt entscheiden sie sich für die falsche Richtung. Oh. Schön gespielt. Oh. Es ist perfekto. Du geiler Prinz. Du geile Nudel. Perfekto. Perfekto. Al dente. 7-1-0 Stats. Junge, der macht sein eigenes Brasil mal kurz klar. Sein eigenes Brasil. Und das in der 19. Runde. Geil. Wow. Das ist auch wirklich, also, wenn man so performt, wenn man einen Astralis so vom Server fegt und wenn man gegen G2 im großen Finale auch über weite Distanzen so dominant ist, dann hat man es auch wirklich mit allerhöchstem Respekt unsererseits verdient, auf diesem Pokal zu stehen und diesen Pokal in die Höhe zu strecken, weil das ist einfach perfekt, was sie hier spielen. So, ich muss mich mal selber zitieren. Als gestern ein Freund gefragt hat, bist du morgen eigentlich da? Da habe ich gesagt, ja, aber es kann sein, Best of Five, kann alles passieren. Ja, ungefähr. Also ich glaube, zwischen 21 und 1 Uhr nachts ist alles möglich. Wir haben 19.48 Uhr. Das Spiel ist, also der Vorhang ist schon zu. Ich glaube, die Ersten sind schon polieren den Boden auf der Tribüne. Ja, und Simple macht weiter. Ja, Simple rasiert jetzt weiter durch. Das ist das dritte Intel Extreme Masters Finale, was ich sehe, was so eine Überfahrt ist. Liquid, Enz und dann war noch eins dazwischen, ich glaube Sydney oder so, wo ich mich gerade nicht dran erinnere, aber es war auch ein 3-0. Und jetzt hier, wenn Navi so weiterspielt, das ist das dritte. Das ist krass. Das ist wirklich krass, was hier passiert. So kriegen wir noch den Bilder, natürlich. Man muss rübergeben ins ZDF-Studio, auch hier. Ahnungslose Gesichter, Fassungslosigkeit bei Yogi Löw. Unfassbare Leistung von Natush Winschere. Also stark gemacht hier gegen G2 eSports, die hier vorzüglich gestartet sind, aber ja, keine Chance haben gegen Navi. So, das reicht auch, Freunde. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn euch gefällt, was ihr seht, Ausrufezeichen Caster, gerne uns ein paar Fotos da lassen, freuen wir uns sehr. Hunter haut jetzt erstmal noch in die Fresse und Electronic, der hat keinen Bock mehr. Ins Gesicht, nein. Ins Gesicht, nein. Oh, Flamey. Ah, da war nicht ganz der Headshot. Nexa überlebt mit 3 HP. Perfekto gegen Kenny S. Und dann ist es Hunter alleine. Er ist halt noch gegen 3. Er muss ein Ace spielen. Wie soll er das denn machen? Das ist impossible. 10-1, Navi Double Digits nach 11 Runden. Windschere, ja, das habe ich echt gesagt, ne? Windschere. Was? Die Windschere. Natus Windschere. Aber so ist das nun mal im Fußball. Und im Counter-Strike. Ich weiß gar nicht, was ich noch komme. Den Röhrig, ne, den gibt's heute nicht hier. Aber, so, 10-1. Wen hast du noch? Udo Lindenberg hast du. Udo Lindenberg, Röhrig, so ein paar kann ich. Vor allen Dingen, ich kann Freunde sehr gut. Freunde von mir kann ich echt gut. Und einen kann ich so gut, ich kann als er telefonieren. Das ist kein Spaß. Ich habe schon wirklich ganz, ganz heftige Sachen damit angestellt. Ich kann als er telefonieren. Ja, es ist kein Spaß. Ich kann wirklich in seiner Stimmlage einfach telefonieren. Also das würde mir wirklich, selbst seine Eltern würden es mir abkaufen. Ich meine es wirklich ernst. Da würden mir viele Sachen einfallen, die man damit machen kann. Das ist ein Talent, was sehr wichtig sein kann. Ja, fast 6000 Zuschauer wieder. Willkommen an alle, die noch da sind bei dieser... Gerade eben wieder Deklassierung von Navi und Simple natürlich macht er ihn wieder auf den Shortpuls.
Ja, und damit bist du natürlich schon früh da und insgesamt bei G2, das ist auch das, ne? Also sie kommen irgendwo auf den Spot, egal ob sie jetzt im Keim erstickt werden oder erst danach. Und ja, das ist doch schade. Und das ist doch schade. Jetzt mal ernsthaft, was kriegt man denn hier gerade auf den Schnauzen, ey? Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Also das muss man jetzt wirklich schon mit FSK 18 deklarieren. Nicht, was man da auf den ein oder anderen Schmuddelseiten landen wird jetzt in der nächsten Zeit. Also VOD einfach komplett so hochgeladen. Easy. Ja. Navi vollzieht den Akt der Liebe mit G2. Bela Command mit Natus Windschere. Mit Windschere. Natusch bitte, ne? Natusch Windschere. Natus Windschere. Und Hunter, jetzt muss halt mal irgendwann eine Runde fallen. Man kann nicht wieder eine 14:1 Halbzeit machen. Das kann man nicht machen. Das ist nicht erlaubt. Da kommen die Admins dann. Von hinten. Boah, das ist echt, ey, so... Es ist wirklich schockierend. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, also wie krass Navi hier rasiert, auch gestern schon gegen Astral. Ich habe eben, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Boah, guck. Das tut einem schon leid, Mann. Lass doch noch den Malek mitspielen. Irgendwas. Also ändert doch mal was an der Regelung hier. Komm, Nexer. 1-4. Nee. Einfach keine Chance gerade. Das ist bitter. Ich glaube, wir müssen einmal kurz auf die Cam, weil, glaube ich, das Asynchronität gerade wieder gestartet ist. Ja, erstmal, genau. Ja, wieder anziehen, wir müssen erstmal anziehen, genau. So, ich bin da. Warten Sie mal. Restart. Und dann guck, dass du auch direkt Auto-Quaddy nochmal umstellst. Grüße. Hi. Wir sind die Caster. Normalerweise liegen wir. Aber jetzt müssen wir uns mal kurz aufrichten. So. So, weiter schön. Geht's. Und Licht aus. Ach, ist das bitter. Ist das bitter. Also, ich muss sagen, ich gönne es Navi. Damit können sie wirklich eine Ära einleiten. Aber der Punkt ist auch, sowas musst du natürlich jetzt erstmal auch in nächste Turniere mitnehmen, weil diese Demos, die jetzt gemacht werden, das Spiel, was Navi hier zeigt, wird auf jeden Fall auseinandergenommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich schwer ist, das aufrechtzuerhalten für weitere Turniere. Also, noch die Dirsche im Korf lassen. Ja, vielen Dank. Die Dirsche im Korf. Sie lassen hier nicht nur die Dirsche im Korf, sondern auch die Kirche im Dorf und Electronic mit dem Nächsten. Das ist einfach nur unglaublich. Ich weiß nicht, du kannst einfach ein Caster-Tonband hier abspielen und das ist immer richtig, weil einfach nur überfahren wird von Navi. Simple jetzt oben drauf, noch ein Knife, komm, er ist komplett drüber, es ist vorbei jetzt. Und noch ein Knife, komplett! Ja, er hat ihn nicht getroffen gerade. Den ersten hat er nicht getroffen, er hat Slavy ihm denied. Okay, ich dachte, er hat beide geknifed. Nee, aber der zweite, also jetzt gerade fängt es auch an. Ich glaube auch, G2 hat sich jetzt langsam selber aufgegeben. Ja. Ich glaube, das war's. Der Blick. Ja. Eieieiei, lebt er noch? Nicht. Oh, Malek, ey. Malek tut mir am meisten leid. Er versucht gerade wirklich irgendwie seine Spieler noch aufrechtzuerhalten. Irgendwie ihm was zuzusprechen, irgendwas Positives oder so. Aber da bleibt einfach nichts. Was glaubst du, was da los wäre? Was glaubst du, was da los wäre? So, Freunde. Also, vielen Dank für so viele Leute. Ja, ich habe abgenommen. Das ist dann wieder so das Thema Nummer 1 im Chat. Aber gut, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auch kaum Interessanteres gerade, wenn man das Spiel natürlich auch gleichzeitig verfolgt. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn ich auch mal meinen Senf dazu geben darf. Ja, es ist eine absolute Glanzleistung. Also wirklich, Navi, unfassbar. Ich meinte, dass du abgenommen hast. Ach so. Ich meinte das, weil ich... Ach, egal. Ich finde es immer so gut, ey. Sag mal, hast du abgenommen? Was da nee, los? Sag, nee, ehrlich. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich noch fett bin. So, das gibt's ja gar nicht. Das ist immer. Also Freunde, fokussiert euch doch mal mehr auf das Relevante im Leben, liebe Freunde. Das ist doch wichtig. Scheiß doch aufs Aussehen. Wir sollten doch endlich mal 2020 mal neue Werte im Leben finden. Aber ja, ich freue mich auch. Keine Frage. Niemand ist gerne dick. Vielleicht ein paar. Daniel Paulus zum Beispiel sagt, er ist super Kommt zufrieden. Er will gar nicht anders sein. Ja. Liebe deinen Körper, das ist so ein bisschen... Spiel also ist langweilig, dann lieber wenn MTV seiner sexy Figur zusprechen. Ah. Oh, Headshot-Tüste-de, Perfektus-Tüste-de, jetzt immer noch kein Tod. 10-2-0 Stats, Flamey, Perfecto, Electronic. Ach komm, du sagst es ja, einfach ein Band abspielen. Wer möchte sich hier hinsetzen, einfach mal Namen schreien. Immer gleich... Simpol! Simpol! What doing? Boomage von hinten, den macht jetzt noch einen, jawohl. Ja, fast nochmal gestruggelt. Ist Perfecto jetzt tot? Ne, der lebt noch. Kenny S, mach Perfecto jetzt. Für den Stetz. Für den Stetz. Stetz heißt im Kölschen übrigens Schwanz. Nur mal so. Nein, echt? Doch, ja. Oh Gott. Guck mal, der Stetz wackelt, sagst du beim Hund. Ja, ist echt das so. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich bin auch kein Kölscher. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich bin auch kein Kölscher Jung. Schätzelein, ich bin ein reiner Gallmund. Ich habe 3 Diäten gemacht, von einer wurde ich nicht satt.
Das ist mein Lieblingssatz. Das ist wirklich mein Lieblingssatz. Rainer Kallmund. Der hat übrigens sich ein Magenband legen lassen. Um abzunehmen, oder wie? Yes. Mhm. Genau. Also ich glaube sogar Magenschlauch. Also Magenband ist ja nochmal was anderes. Aber gut. So, wir bleiben jetzt wieder beim Spiel. Für alle, die jetzt flamen, redet doch mal über das Spiel. Was soll man darüber reden? So, ich sag jetzt, wie die Runde verläuft. Bumit, starkes Spiel, perfekto, schöner Headshot, stark gemacht, Headshot, Headshot, Navi, 14 zu 1. So. Gut, dann gehen wir kurz. Gehen wir kurz mal was essen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hatten wir jetzt mal Smokes, Alter, 1, 2, 3. Es reicht zumindest für einen Standard-Execute auf A. Wird das jetzt was? Lampenflash von Kenny S kommt auch rein. Jawohl. Zack, Bumit blind, ist ihm egal, macht trotzdem 3. 3 Kills macht er trotzdem. Einen hat er. Jetzt nochmal um die Ecke rum da, Firebox. Ah! Nee, er wird auch geflasht, der macht keinen mehr. Schade. Jetzt Onside. Molotov liegt. Bumic. Das ist ein bisschen wild. Electronic. Auf Stairs. Oh! Ich dachte gerade, komplett wild. Da wäre ich gegangen. Perfekto. Ich hab's gesagt. Bumic, Electronic, Perfekto. Jetzt Perfekto. Navi 14-1. So, komm, Perfekto. Lass mich nicht im Regen stehen. Hat er ihn gesehen? Amanek hat ihn nicht gesehen. Nicht darauf reagiert. Amanek nochmal mit der Headshot-Schräge. Hat er ihn. Perfekt, 40 zu 1. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Jetzt bitte als Belohnung also, dem Masterplay ein Like da lassen. Wir machen kurz eine Pause, Freunde. Brauchen wir gar nicht mehr zu casten. Ich sag euch auch, wie die Pistole ausgeht. Headshot, Headshot, Perfekto. 15 zu 1. Bis gleich.
Damen und Herren, willkommen zum historischen Finale der IM Katowice 2020. Also, was wir hier sehen, ist eine absolute Glanzleistung. An meiner Seite immer noch René Masterplay Geigenberger. So schaut's aus. Herzlich willkommen zurück für die letzten zwei Runden des Tages. Und dann war's das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas noch passiert bei G2. Vielleicht mit der Pistolrunde passiert nochmal der Miracle, aber ich weiß nicht. Da ist Navi einfach gerade zu krass. Ja, also wirklich heftige Show. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die erste Pistol und da geht's voran. Electronic mit einer HE, einer Flash und einer Smoke. Auf der anderen Seite Boomic mit einer Flashbang. Und jetzt geht's natürlich Step by Step nach vorne. Simple mit einer P250. Und das jetzt nach dieser HE sogar mit einem Klick machbar. Ja, Perfekto kriegt langsam einen Krampf in der Hand. Der ist noch nie gestorben. Der konnte noch nie die Maus aus der Hand legen. Seit der ganzen Halbzeit nicht. Schafft das weiter. Jetzt pusht der CT. Also er hat nicht vor, nicht weiter zu sterben. Der wird fallen. Der wird fallen jetzt. Glaube ich auch. Die Pussy, der kann er nicht fallen. Also wenn er da jetzt wirklich nicht fällt. Jax 2-1-15 Stats, Mann. Perfekt. Oh, das war's. Da ist es. Da war es, Freunde. Einmal bitte Bible Thump in den Chat spammen. Bible Thump in den Chat. Aber jetzt sofort. Kenny S, Alter. Kenny S. Hat nochmal einen mehr. Jetzt Boomic will natürlich dagegen halten. Das wird die Pistolrunde für G2. Ich hab's gejinxt. Natürlich hab ich's gejinxt. Damit wir hier noch ein paar Runden Counter-Strike sehen. Kenny S mit einem 4K. Boomic nochmal mit 2 nachher. Ah, verlieren da nochmal einiges. F to pay respect. Und damit, jo, der erste Tod für Effecto. So, und ein schönes Zitat, was ich in der Halbzeit gerade übrigens bei WhatsApp erfahren habe. Mein Vater hat mir geschrieben, Mama ist CS-süchtig, ich darf nicht mal mehr reden. Also bitte da auch einmal Herzen in den Chat für meinen Papa, der jetzt durch den Mund verboten kriegt zu Hause, weil der Stream läuft. Ab die Ratsche. So muss es sein. So, G2 gegen Navi. 2-14. Und jetzt geht's erstmal für Flamey über den Connector. Man hat Waffen gekauft, dadurch, dass die Bombe gelegt worden ist. So, Herz, Mama und Papa. Ich hoffe, deine Mama den Chat auf die ganzen Herzen gerade sieht. So viel Liebe vom Chat. F für Papa Venom. Mama Venom, beste Frau. Sehr, sehr schön. So, Navi natürlich durch den Bombplant mit genug Geld. Gehen jetzt also auf den Force. Einmal, zweimal eine SG sogar, eine Galil und zweimal eine Arc. Deagle. 12 Kilo Deagle bei Perfecto und Boomic. Ja, Simple hat eine SG bekommen, das reicht eigentlich schon auch. Ja. Schade, Mann. Also ein flawless Spiel gegen G2 schaffst du eigentlich auch fast nicht. Und jetzt hat Perfecto wirklich die Option gehabt, es hier hinzukriegen. Ohne zu sterben, ey. Das ist schon wirklich verrückt. Überhaupt eine Halbzeit gegen ein Profi-Team im Finale eines Intel Extreme Masters hinzulegen, ist für mich also wirklich unbegreiflich, wie gut das ist. Hunter mit dem Kontakt Nummer 1. Das wird man nach rechts checken. Oh, Perfecto! Wieder eine schöne Schelle gegen Hunter. Und damit Armaneck bekannt. Zack, droppt man runter. Oh, der Electronic macht den Turn on. Kenny S fällt auch. Das ist die Runde jetzt. Ja gut, aber ja, da machst du doch am Ende nichts. Man kann da auch wirklich G2 keinen Vorwurf machen. Gegen das Navi, auch vor allen Dingen gegen diese Psychologie, auch gegen diesen Elan, den sie aus dem letzten Tag mitgebracht haben. Weißt du, dieses 16 zu 5 gegen Astralis. Oh, aber das ist nochmal machbar hier. Nexa. Boah, 1 gegen 3. 1 gegen 2 noch. Electronic, Simple. Und pusht jetzt hier Backside, ist da ziemlich weit vorne, versucht den Headshot anzusetzen, liegt leider nicht ganz so rund und dann dreht er sich Richtung K um. Sehr, sehr schade. So, ist es hier HD? Ja. Okay. So, habe ich irgendwas verpasst oder wieso fällt hier ständig der Name Dona? Dona ist mit Nexa zusammen, einfach ganz klar, kann man so sagen. Sagt sie auch öffentlich, schreibt ja auch immer auf Instagram und in ihren Stories, mein Schatz spielt jetzt und so weiter. Haben sich auf dem Event kennengelernt, haben sich lieben gelernt, kann man auch einfach dabei belassen. Und ist auch einfach was Privates. So viel, wie sie halt da öffentlich macht, ist okay, aber jetzt da irgendwie ein großes Thema draus zu machen. Aber man bestellt natürlich Grüße, weil sie ist rübergefahren nach Katowice, um ihn da zu unterstützen. Und Electronic, der unterstützt jetzt erstmal sein Team, aber Nexa, der bleibt noch zumindest ein Ründchen länger. Kenny S, die Knochenregel. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich egal, wie krass ein Spiel ist, egal wie einseitig. Du hast nur Pistols, spielst gegen ein 15-2 Navi. Ich hab's noch nicht gejinxt, noch ist nicht vorbei. Simple hat immer noch eine SG und Flame in der AK. Und dann ist es nur noch Armaneck, meine lieben Freunde. Und damit haben wir es. Natus Vincere gewinnt die Intel Extreme Masters World Championship. Und da kann man nicht groß hypen. Da kann man nur noch den Kopf verneigen und klatschen vor dieser immensen Leistung. Absolute Wahnsinnshow. Navi zeigt dir wirklich, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Und sie haben nicht die Intel Extreme Masters gewonnen. Sie haben sie dominiert, vernichtet, zerstört, auseinandergerissen. Und alle anderen Wörter, die dürfen wir jetzt noch nicht sagen, denn es ist zu früh.
Wer hätte das gedacht? 20.05 Uhr ist die Intel Extreme Masters vorbei. Willst du mich denn veräppeln? Vor nicht mal 3 Stunden hat das erste Match begonnen. Vor nicht mal 3 Stunden. Und zwischen diesen zwei Matches waren noch über 30 Minuten Pause. Wahnsinn, das ist eine Statistik. Alter. Und was hast du gesagt? 17.11 Uhr, ne? Hat die 17.11 Uhr hat die erste Map gestartet. Wahnsinn. Und wir hatten noch mindestens 30 Minuten Pause dazwischen. Plus die Halbzeitpausen. Also die Spiele haben unter 2,5 Stunden gedauert. Locker. Und jetzt kann man wirklich nur sagen, Freunde, haut wirklich GG, haut Kappa Claps in den Chats, schreibt oder postet auf Twitter für die Jungs von Navi euren Support, denn es ist schade, dass sie das jetzt gerade nicht vor Publikum feiern können. Bumic, eine grandiose Partie gespielt, ein super Turnier, Perfecto ebenso, und es ist schade, dass ihnen das jetzt nicht gebührend honoriert wird, aber Navi ist Sieger der IEM Katowice 2020. Hochverdienter Sieg, hochverdientes. Oh, da doppelt, Leute, ist doch schön. Die Presse ist da, die Familie ist da, die Coaches, der Staff, alle dürfen zumindest rein. Ich sag mal so ein Hunni, da ist Nick Peters, der hat Preis gewonnen. Der hat Preis gewonnen. Jörg der Isa, E-Sport-Journalist des Jahres 2019. Einer von Freaks for You, der ist vor Ort. Our champions are both Brazilian. And our champions are merciless. And in the pursuit of the cup, they have waded through a sea of formidable opponents in these brackets. Every step of the way, they have found an answer and set the pace, dictating fights at their own discretion. And finally, smothering their opponents of G2 here on the stage. I am absolutely ecstatic to present to you the Masters of Katowice. It's not as sincere, the champions of the Intel Extreme Masters Season 14. On the 24th of January, they added this new kid. They added Perfecto, Guardian, the veteran. He got the bench. Ja, dann. Die große Frage. Wird es Navi weiterhin schaffen, die nächsten Turniere so stark aufzuspielen, wie sie sich heute gezeigt haben? Sie müssen sich nicht verstecken. Sie haben Liquid besiegt. Sie haben Astralis besiegt. Nicht besiegt, vernichtet. Sie haben G2 vernichtet. Zumindest auf 2 von 3 Maps. Und kann man keine anderen Worte für finden, außer verdient, verdient, verdient. Und da kann niemand flamen. Auch sie haben von FaZe auf den Sack bekommen. Sie sind, glaube ich, in der Gruppenphase auch über das Lower Bracket nochmal zurückgekommen und haben dann gezeigt, Jungs, wir haben Bock für die Zukunft. Wir haben Bock, eins der besten, wenn nicht sogar das beste Team der Welt zu werden. Den besten Spieler, den haben sie schon mal. Und dann freue ich mich aufs Major, Digga. Boah, das wird so krass. Das wird so krass. Ihr habt mir gerade nochmal die Einblendung gesehen. Das ist der erste Sieg bei einer IEM für Navi seit San Jose 2015. Und da war nur Flamey im Roster. Alle anderen sind seitdem dazugekommen. Ich schalte euch nochmal hier den Ton an, weil da steht OG Borg bei Sip. That was absolutely outrageous. 2011, last time the Navi's name was scribbled on to that trophy. What were you doing back then, back in 2011? 2011? I think I was 14. I was starting to play CES. To grind for this trophy, because this trophy is insane. It's not like ESL One Cologne trophy or something like this. Intel Extreme Masters, you know, and it's insane for me. In a career full of highlights, what does it mean to you right now to have won this trophy, to have your team, Navi, scribbled across it? I just understand that all work that we did, it was very insane. And all my teammates feel this power right now. And when you sit and just enjoy your teammates' highlights all the time, it's just the best feeling. To win a trophy is amazing. To win it in the fashion you did, what does that give you as a squad for the future? I think just give us extra confidence. We should never forget that we should work more and more because it's only 2 weeks and a really good results for our new roster. I think we have a good potential and everyone understands this and yeah. If you've done this after 2 weeks of training, what do you do after 6 months, after a year? Well, I hope we're gonna be one of the best teams in the world and people will call it. Is this the Navi era now? Well, listen, it was amazing to watch you play. Let's get you to sign this camera once more. They are your Grandmaster champions for the third time, 9 years after last winning it. Navi, the champions of Katowice 2020. Und Simplo, der schreibt nicht mit seiner normalen Unterschrift, sondern er schreibt ein Herz an all die Zuschauer da draußen. Absolute bashing here. When you look at ja, these und da muss man einfach sagen, natürlich sehr, sehr schade, dass sie das nicht vor Publikum feiern konnten, aber am Ende war es trotzdem ein grandioser Sieg, der für die Nachwelt historisch bleibt. Auch hier nochmal die nächsten Unterschriften, um natürlich da die Kamera und die Linse zu vervollständigen. Ah, und wir haben natürlich auch super, super viele Zuschauer da draußen, die uns heute auch tatkräftig unterstützt haben. Über 6.000 Zuschauer zwischenzeitlich, insgesamt 1 Million Menschen, die das hier auf jeden Fall verfolgt haben. Mindestens 1 Million Menschen, würde ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen sagen. Und dann Bumic, der kommt nochmal am Ende.
Cool. Schön. Was auch immer er da gemalt hat, ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, ist wahrscheinlich irgendwie ein Hinweis an die Russen. Irgendwas Kyrillisches vielleicht. Ja, Freunde, das ist natürlich echt eine harte Kiste. Also sowas hat niemand erwartet. Wirklich innerhalb von 3 Stunden, weniger als 3 Stunden, haben wir hier dieses IEM Katowice-Finale erlebt und mitgefiebert und geliebt. Und ich muss es sagen, Navi, für mich heute der absolut verdiente Sieger, sind so unfassbar stark gewesen über viele, viele Phasen des Turniers. Und ja, besser kann man es hier einfach nicht zum Abschluss bringen, als dann am Ende nochmal auf Mirage mit so einer Glanzleistung. Ja, da sehen wir die Medaillen, die übergeben werden. Das darf natürlich dann jeder Spieler für sich zu Hause mitnehmen. Der große Pokal, der bleibt nämlich als Wanderpokal im Besitz der IEM. Das Team bekommt ein Replika und auf dem Originalpokal, da werden die Teamname mit den Spielern eingraviert. Und jetzt sehen wir es nochmal. Navi, die Champions der Intel Extreme Masters Katowice 2020. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Polen und gehen zurück nach Berlin-Spandau. So schnell geht das.